Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem random Warcraft 3 Reign of Chaos Let's Play. Und ja, ich weiß, das ist ein langer Name. Warum ich jetzt so toll spreche, ist ganz einfach, ich habe die Aufnahme schon mal gemacht mit einer Episode. Habe sogar fast 30 Minuten lang gespielt. Problem war bloß, ich hatte zuvor immer auf Probleme mit meiner Stimme aufnehmen. Dann habe ich mir gedacht, gut, für diese Episode nimmst halt mit Outer City auf und dann fügst du es später ein. So, was macht das Spiel, weil ich es anders geöffnet habe diesmal und die Aufnahme im Spiel gestartet habe und nicht außerhalb und dann das Spiel geöffnet. Nimmt den Ton doppelt auf. Dachte ich mir, scheiße, der Ton ist jetzt doppelt da. Und, ja, jetzt kannst du eigentlich die ganze Episode wegschmeißen und auch alles, was du gespielt hast. Da ist eh nicht viel passiert. Ich bin ziemlich gescheitert. Meine Goldmine ist explodiert, also wirklich nicht viel. Dachtest du, muss jetzt die Episode jetzt neu aufnehmen. Das bedeutet, wir gehen jetzt von unserem Speicherpunkt, der heißt Poseidon, in Kapitel 4, der Kult der Verdammten. Kapitel 4, der Kult der Verdammten. Der nächste Tag, wahrscheinlich Strand, hat's gehört. Ich bin eigentlich ziemlich gut im Englischen, ich glaube, das heißt irgendwie Strand oder Berge, von Andoral. Press any key to continue, das ist in meinem Fall die Leertaste. Also, los geht's. Wie gesagt, ich hatte hier schon mal begonnen, ein bisschen zu spielen. Das bedeutet, wir bauen jetzt einen Turm hierhin. Und wir brauchen noch einen zweiten Arbeiter, damit wir auch hier einen Turm bauen können. Ich hoffe, ihr hört das nicht, aber ich habe mir so eine Zeit gestellt auf meinem Handy. Ist auch das Richtige? Ja. Also mit 30 Minuten Spielzeit, damit ich das genau weiß. Weil ich kann mir das so schlecht nicht merken. Ich muss auch morgen irgendwo hin. Das trifft sich gut, denn dann kann ich einfach den Tag außerhalb spenden, während das hier alles aufnimmt. So. Bam. Sollten eigentlich nicht durchkommen. Fuck. Komm schon. Killt den. Ja, perfekt. Auch der ist getötet. Toll. Was mache ich jetzt? Jetzt brauche ich natürlich irgendeinen Kerl. Ah, der baut noch am Haus. Und der andere ist tot. Das bedeutet, dieses Geräusch von dem Stopper ist aber ein bisschen nervig. Egal, dann weiß ich zumindest, was ich zu tun habe. Okay, und ich glaube, du kannst gleich noch ein Dinger hier bauen, weil wir brauchen einige. Und du, ich hoffe, das passt noch vom Geld her. Ja, sollte, Quatsch. Damit der das Gebäude fertigstellt und dann haben wir auch unseren ersten Turm. Was brauchen fürs Update? Lumbermill. Okay. Dann kannst du eigentlich Lumberfarm gehen. Und na, warte ich den. Okay, der baut da immer noch. Okay, gerade fertig geworden. Du baust mir jetzt eine Lumbermill.
Das ist sehr gut, weil dann kann ich hier auch. Hier. So. Das Ganze ist auf Englisch, obwohl meine Schwester mir das von England, von Deutschland hergeschickt hat, weil ich spiele hier das alles in Deutschland. Vielleicht kriege ich noch einen zweiten Arbeiter hin. Der kann mir dann... Aha. Das ist aber schön. Das habe ich nicht gewusst. Weil ich dachte mir so die ganze Zeit, keep, wie willst du denn, was ist denn keep? Wo kann ich das bauen? Ich hätte einfach nur mein... Einziges Problem ist jetzt, dass... Du musst mir mal helfen, das fertig zu bauen. Und dann kannst du auch zurückgehen. Perfekt. Halt, brauchte ich noch. Und zwar für... Okay. Essen ist fertig. Okay, Constructing. Schön. Haben wir? Ja. Dann researchen wir hier mal. Problem ist halt, ich kann hier jetzt niemand call to arms. Aha. Ah, ich glaube, das ist das, was ich vorhin schon mal gesehen hatte. Ich muss hier mal gerade meine Ellbogen abstützen. Ich hoffe, das geht auch, wie ich spreche. Ja, ich klinge ein bisschen kindlich, aber nein, ich bin keine 12. Und nein, ich bin auch kein Teenager. Ich bin tatsächlich schon ein junger Erwachsener. Schocker. Ja, ich bin 18 Jahre alt. Bei mir geht es halt ein bisschen langsamer. Deswegen, ich habe tatsächlich schon Minecraft gespielt, aber auf meiner Xbox, und das ist auch definitiv was Privates, was ich machen werde. Perfekt. Zwar sind meine Peasants immer noch nicht besser, nicht die trainieren, aber ich kann hier jetzt auch Improve Harvesting. Du baust mir jetzt, ich kann alles bauen. Arcane Sanctum. Ich brauche einen Blacksmith, oder? Ah, nee, brauche ich gar nicht. Bin ja Blade. Workshop. Perfekt. Workshop, das können wir gerade mal machen. Mit dem Research, und dann brauche ich auch neue Soldaten. Jetzt muss ich aber wirklich sparen, damit ich, ich muss den Soldaten dann hier wieder schicken, dass er da aber weiter aufpasst, weil mir gehen die Soldaten hier aus. Und dann im Gegensatz zur vorigen Folge, Mann, war ich da ein Idiot. Ich habe meine ganzen Soldaten hier weggeschickt. Und meine Stadt hier völlig schutzlos gelassen. Und ich dachte mir so, oh, meine Güte. Wie kann ich denn bloß so blöd sein? Und dann ist mir auch noch meine Goldmine explodiert. Okay. Nothing special. Ah ne, ich muss immer noch warten ein bisschen aufs Geld. Okay, Train Mortar Team. Ich glaube, ich hatte so einen Mortar irgendwie schon mal. 210. Muss ich überlegen. Na, aber was könnte ich denn hier... War das nicht hier? Nein.
Hier? Nein. Wo war denn das nochmal? Hier! Da, das wollte ich haben. Dass sie das researchen. Und hier kann ich, glaube ich, einen Typen mal so machen. Und dann schicke ich den hier auch sozusagen an die Mauer. Und im Gegensatz zum letzten Mal, wo ist denn meine gute Jaina? Ich glaube, die konnte. Die hat nämlich. Oh nee. Ja, die konnte nämlich das hier machen. Oder wir leveln Blizzard auf Level 2, damit er mehr Schaden macht. Ich glaube, das ist auch tatsächlich besser. Perfekt. Und den nächsten. Ich hoffe, ihr habt das gehört, weil das war so genial, als sie gerade gerufen, als ich den gerade gemacht habe, dieses Mortar-Team, haben die gerufen, Mortar, Combat, was absolut genial war. Ja, die schicke ich jetzt auch zum